Dankeschön. So, wir sind jetzt in Istanbul angekommen. Und wir sind in Istanbul, weil sich Dennis, tschüss sagen, neue Klamotten kauft. Nein. Die Haare transplantieren lässt. Also wir wurden jetzt in so einem Bus abgeholt und jetzt geht's in die Klinik und Dennis wird Blut abgenommen. Der Bus ist auf jeden Fall sehr schön. Und das lief jetzt alles wie im Schnürchen. Dennis wurde Blut abgenommen. So wird das Blut. Ja, wie heißt es, was wird das gemacht? Also erstmal wird getestet, ob ich Krankheiten habe. Genau. Damit die halt sicher gehen können, ja. Ja. Und dann wird es für diese PRP oder PTP. PTP verwendet. Als Eigenbluttherapie. Und das machen auch manche Leute, die nicht transplantieren, sondern die nicht mehr wollen, dass noch mehr Haare ausfallen, gell? Ja, genau. Das stärkt die Haarwurzeln. Das stärkt die Haarwurzeln. Und für Leute, die es transplantieren, hilft es halt, dass die Haare drin bleiben und besser nachwachsen. Und den Heilungsprozess. Und die zweite Behandlung davon machen wir dann in München wahrscheinlich. In Deutschland. Also in Deutschland, ja. Genau. Ja, und Blut abgenommen wurde jetzt und jetzt geht's ins Hotel und das ist alles hier so getaktet und das geht richtig rucki zucki. Das ist alles super. Und Blut abgenommen haben sie auch gut, gell? Sehr gut Blut abgenommen. Übrigens ist es so ein Komplettpreis, den man buchen kann. Und wir haben das Hotel nicht selber gebucht, sondern das war dann da dabei. Wir haben eine Couch. Und schau, wie schön das Schlafzimmer ist. Also richtig schön. Ich finde auch die Kissen so toll. Und ich glaube draußen, also jetzt hier ist eine Baustelle, aber auf der anderen Seite gibt es ein Shopping Center. Okay, hier ist Baustelle und da kann ich wohnen. Und hier haben wir einen Fernseher, eine ganze Küche, können wir sogar kochen. Und hier ist dann Badezimmer. Okay, das sieht jetzt nicht so geil aus, aber das passt für 2 Tage. Wir sind jetzt im Kaufhaus nebenan Mittagessen und wir haben jetzt Chiköfte. Und ein Lamatschunde teilen wir uns. Ich habe Dennis gefragt, wo denn das Besteck ist, aber man isst das hier mit den Händen. Ich glaube, das kannst du reinmachen, Schatz. Wenn du magst. Ja. Yummy. Ich liebe türkisches Essen. Guten. Wir haben jetzt noch Pide bestellt und Dennis kommt gerade noch mit unserem Nachtisch. Dennis möchte euch ermutigen, jeden Mann oder Frau, der es auch so geht, dass man das hier in der Türkei machen kann. Gell, Mäusle? Ich hab's noch nicht gemacht, aber die Paddy, die weiß das. Ja. Wow. What do you want? Das sind meine schönen Haare. Die kommen ab. Genau, die kommen morgen ab. Also ihr seht, dass Dennis ganz weite Geheimratsecke hat. Die hat immer mit dem Käppi verdeckt. Und mit der Haare so. Und mit der Haare nach vorne. Und es nervt und hab keine Lust mehr drauf. Und deswegen kommt er jetzt einfach von da hinten, wo sowieso zu viele sind, vorne neue rein. Zu viele. Und oben hat er auch. Ja, hinten auch. Und da? Ja. Genau. Es ist einfach erblich bedingt. Genau. Ich finde ihn trotzdem wunderschön. Lieb ihn auch trotzdem so, was wie er ist. Dass ich gleichzeitig husten musste? weil ich sage, wunderschön. Doch, ich finde trotzdem wunderschön. Ich stehe da vollkommen hinter jemand, deswegen bin ich auch jetzt mitgekommen. Denn es hat auch noch Flugangst, gell? Nö. Mäusle, das wissen die doch von Australien. Überhaupt, da habe ich doch von irgendjemand, der neben mir saß, oder? Der Dennis hat es richtig gut gemacht. Also ich glaube, die machen das hier tagtäglich und ich habe voll das coole Gefühl, auch mit der Klinik. Und wie das halt alles ablief, ich habe halt diesen YouTuber gefunden, der es dort gemacht hat und dann bin ich auf die Webseite und dort hat man dann gleich so eine WhatsApp-Nummer gehabt und hat man per WhatsApp angeschrieben, das hat dann der Dennis gemacht. Da gibt es einfach Leute, die sind 24 Stunden, haben die anscheinend den das Handy in der Hand. Mit dem Handy in der Hand und egal welche Frage zu welcher Uhrzeit du hast, kriegst du eine Antwort. Das finde ich halt schon gut, egal was. Ja, dann zum Beispiel halt auch die ganzen... Man kann so viele Vorher-Nachher-Bilder sich von denen schicken lassen, wie man will. Also wenn man sagt jetzt zum Beispiel, ich will mal sehen, wie es bei Dinner aussah. Ich will mal sehen, wie es bei Dinner aussah. Oder habt ihr vielleicht noch Bilder von jüngeren Leuten, von älteren Leuten, von Frauen? Weißt du, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ja, genau. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, war halt, dass sie dann gleich geschrieben haben, schickt Bilder zu. Genau. Und dann machen wir erstmal eine Analyse so kurz, weißt du, von Bilder her gesehen. Genau. Dann halt, am nächsten Tag kam der Kostenvoranschlag.
Nee, dann, das waren zwei Tage, glaube ich. Oder zwei Tage. Weil ich muss ja mit dem Doktor auch abgesprochen werden und so. Dann kam der Kostenvoranschlag und dann hieß es, sobald wir die Flüge gebucht haben, sollen wir dann die Anzahlung machen von 400 Euro. Aber wenn man dann doch krank ist, verhindert oder irgendwas, bekommt man die 400 Euro auch wieder zurück. Genau, aber und dann sind halt nur die Flüge weg. Aber wenn man krank ist, hat man meistens ja auch eine Reiserücktrittversicherung, kriegt es auch noch zurück. Also man ist eigentlich total abgesaved und hier hat alles super funktioniert und kann man jetzt erstmal auf jeden Fall empfehlen. Ja. Aber ich finde halt, dass es so viele Leute draußen ermutigt, wenn das jemand zeigt, der... Also der Dennis ist selber einer, der relativ viel auch ängstlich ist, oder? Und viel hinterfragt. Nee, also das prinzipiell ist so. Es gibt kein Mensch, kann mir sagen, was er will. Es gibt kein Mensch, der gerne über seine Sachen redet, die ihn stören. Nicht, oder nicht passen oder so. Das ist so. Alles, was dir unangenehm ist, über das redest du auch nicht gerne. Vor allem nicht, in meinem Fall, ich bin ja irgendwie jetzt nicht ich bin in der gleichen Tätigkeit wie du, also ich... Ja, ich erzähle alles. Du erzählst alles, du bist schon das gewöhnt, mit deiner ganzen Community zu teilen und Antworten zu bekommen, Hilfestellungen, Tipps und so. Und ich bin halt immer so ein Typ, ja, ich lasse es halt einfach irgendwie dann bei mir so, weißt du? Ja. Und dann ist gut, keiner weiß, keiner fragt, alles passt, weißt du? So. Aber ich finde es halt... Ich finde es halt toll, dass Dennis das dann halt so euch mitnehmen kann. Gut, ich filme jetzt, aber ich filme halt auch immer. Und euch zeigen kann, wie das halt abläuft. Und für diejenigen, die es gerne auch machen möchten oder Freunde da draußen haben, Partner, Männer, Frauen machen es ja auch. Also jeder, der es gerne machen möchte, wird halt durch so ein Video ermutigt, wenn es gut läuft. Und ich habe einfach ein Gefühl, dass es gut laufen wird. Und ich finde es halt toll, wenn man dann die Kamera mitnimmt und irgendwas zeigt. Und ja. Jetzt gehen wir mal was essen. Ja, jetzt gehen wir was essen und wir melden uns morgen wieder. Gell? Jawohl. Ade. Ade. Good morning. Heute ist der Tag Dennis seiner Haartransplantation. Und er hat gestern noch per WhatsApp Bescheid bekommen, dass er 12.30 Uhr, also dass wir 12.30 Uhr hier abgeholt werden am Hotel. Und es ist jetzt gleich, er ist noch gerade auf der Toilette und dann gehen wir schon runter. Also wir sind beide etwas aufgeregt, aber ich glaube, es wird richtig gut und bin da voll positiv und unterstütze ihn da. Bin so gespannt, wie das Ergebnis dann aussieht. Das richtige Ergebnis sieht man erst ein Jahr später, aber so, ich glaube, nach 4 Monaten sieht man auf jeden Fall schon den Ansatz und sowas richtig gut. Deswegen, ich freue mich schon voll drauf und ja, jetzt geht's los, würde ich sagen. Wie sehr bist du aufgeregt? Von 0 bis 10. Von 0 bis 10. 20. Nein. Du bist sehr aufgeregt, aber ich glaube, ich bin die Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Du musst es ja auch nicht machen. Aber ich glaube, es wird voll chillig. Die haben dann nämlich so eine bestimmte Methode, die tun mit Druck betäuben, aber das werden wir jetzt eh gleich alles sehen. Yeah! Es ist alles so aufgerüstet, es sieht alles gut aus. Und dann wurde die B, C, HIV und Syphilis sowieso negativ alles bestens. Weil wenn man jetzt so richtig exakte Linien macht, das sieht dann sehr künstlich aus. Ja, sieht auch aus wie eine Perücke und ob hätte man das mit so einem Laser abgeschnitten. Ja, ja. Von dem aus gesehen, wie gesagt, man richtet sich dann nach den Muskeln und desto man mehr nach Muskeln geht, desto natürlicher sieht es aus. Mhm. So wie Sie jetzt bei der Dame sehen, sie hat ja nicht so eine exakte Haarlinie, bei mir auch ja, nicht. Genau. Das ist sehr natürlich. Fühlt sich das an? Hm? Wie fühlt sich das an, dass deine Haare weg sind? Ganz gut. Das sind jetzt Dennis ganze Haare. Ich mache auch ein Foto. Ich habe schon Feas geschickt, wo dort ja passiert wurde. Richtig. Wie geht's dir? Fühlst du dich mal sehr gut, gell? Langsam ist die... Das merkt man schon. Tut es schon ein bisschen weh? Ja, leichter Druck da oben. Hinten nicht, aber oben. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus.
Kannst du das bewerten? Ja, also ich sage jetzt mal, das wird richtig gut. Dennis hatte leider nicht so viele Haare und konnte deswegen hinten nicht transplantieren, aber ist nicht so schlimm. Wir holen gleich die Tabletten in Deutschland, die Haarausfall stoppen. Wie heißen die? Finasteride. Dennis hat zwischenzeitlich eine Creme drauf bekommen und die wird jetzt abgewaschen. Und da sind überall ganz liebe Helferinnen. Gell? Okay. Tired? Yes. Tired, of course. Yeah. Long day, yes? Yes, yes, yes. Okay, Dennis. Dennis Michael. 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 Dennis Michael. Okay, yeah. Wie hast du die Operation empfunden? Ja. Hieß es Anästhesie? Ja. Also Betäubung halt. Ja. Die war richtig unangenehm. Wo es dann betäubt war, hat man dann nichts gespürt, klar. Aber dieses ganze, also rumliegen so, weißt, war ein bisschen nervig. Vor allem, du kannst dich halt nicht bewegen, weil sonst bewegst du ja auch deinen Kopf. Und die sagen, don't move, sir, please, don't move. Und heben so deinen Kopf. Ich so, bleib, ich muss meine Füße hoch machen, weißt du? Weil mein Rücken so weh getan hat, aber es geht halt. Es ging 7 Stunden lang, gell? Boah, heftig, ja. Und die Klinik benutzt eine bestimmte Methode und zwar, wie heißt die nochmal? Wie meinst du welche? Die wurde mit diesem Tuch-Tuch. Das wie ist so Tacker. Druck, mit Druck tun die das vorbetäuben, bevor die Spritzen dann reinkommen. Ich dachte, da kommen keine Spritzen. Ich dachte, da kommt nur dieser Druck. Ja, dachte ich auch. Es wird ja überall so angepriesen. Und aber diese Druckvorbetäubung, die bringt nicht so viel, weil die Spritzen, die spürst du trotzdem wie Sau. Aber dann während der OP hast du nichts bemerkt. Gemerkt. Ja, wo es dann betäubt war, nicht, ne? Vorne hat sie ein paar Mal nachbetäuben müssen, weil es die hat halt gefragt, Pain, Pain, Pain. Und an manchen Stellen war halt echt noch lange Pain. Ah, Pain, jetzt habe ich verstanden. Pain habe ich verstanden. Pain. Genau, und ich durfte da leider nicht mit rein. Ich habe nur gefilmt, wo er seine Haare abbekommen hat. Das Gespräch davor, eigentlich müssten wir da noch kurz damit anfangen und euch da abholen. Kari meinte, ich sehe aus wie ein Avatar. Ja, aber ich habe das leider nicht aufgenommen. Denn es sah wirklich aus wie ein Avatar ohne Haare da. Erste Mal, gell? Mhm. Seit 11 Jahren. Und was ich halt noch sagen wollte, und zwar wollte der Dennis sich ja auch das hinten transplantieren lassen. Davon ging mir auch die ganze Zeit aus. Deshalb war halt das, was der Dennis auch noch gesagt hat, was er ein bisschen traurig fand. Und zwar haben wir am Anfang Bilder hingeschickt. Da meinten die so, oh, er hat perfekte Haare zum Transplantieren. Und Spendehaarbereich ist sehr gut. Und man kann auf jeden Fall 4.000, wenn man sogar mehr will, kann man das noch mit dem Arzt abklären. Genau. Und so. Und jetzt im Endeffekt also... Genau, und die Spendehaar ist hier hinten, entnehmen die, oder je nachdem, ich glaube, wenn man hier auch viel hat, dann wäre das auch ein Spendebereich. Und die haben halt Dennis einen Kostenvoranschlag gemacht mit 3.800 bis 4.200 Haaren oder so irgendwas. Und das war halt dann beim Gespräch, kam raus, dass es doch nicht möglich wäre, da Dennis einfach nicht so viele Haare im Spendebereich hat. Dass wenn man nämlich die rausnimmt, dass es dann zu lückenhaft wäre und es gar nicht möglich ist. Deswegen konnte man hinten auch nicht transplantieren, weil es nur für vorne gereicht hat. Das ist halt hier auch ein bisschen doof, weil wenn du in Deutschland einen Termin machst, kriegst du gleich gesagt, wie es aussieht. Kannst halt vor Ort das mal abklären und dann genau, überlegen. Und hier ist halt, du gehst von was aus, ja, und im Endeffekt bin ich hierher gekommen. Mit anderen Erwartungen und dachte, es wird klappt. Vorne und hinten Haare reintransplantiert, so wie es mir versprochen gesagt oder gesagt wurde, wurde. Und dann ist man hier, hat schon eine Anzahlung gemacht, hat die Flüge bezahlt, hat also auch die Reise schon auf sich genommen und dann heißt es halt, ja klar, kann man ja nichts machen, aber trotzdem, also ja, man kann leider nur 3.200 maximal machen, weil sonst wird es zu lückenhaft sein und scheiße halt aussehen. Das war das, was nur vorne. Genau, das war halt das, was also dann, was ist dir wichtiger, haben sie gefragt. Genau, hinten oder vorne? Vorne. Ich sag, ja, vorne. Ja, also dann machen wir nur vorne. Aber wenn hätte Dennis mehr Spendehaar gehabt, hätte man das komplett verdichten können. Ja. Genau, das ist so ein bisschen ein Nachteil, weil du fliegst hier halt hin mit dieser
Ferndiagnose und dann diese Erwartung, dass es so klappt und dann könnte es halt sein, dass es doch nicht so klappt, weil dein Spende-Haar-Bereich einfach nicht so gut ist. Aber ansonsten muss ich echt sagen, hat alles super geklappt. Die Dolmetscherin war super nett und hat Deutsch gesprochen, oder? Ja, doch. Man hat sich sehr aufgehoben gefühlt. Es war ja eigentlich alles prinzipiell gut. Ja. Nur halt das. So ein bisschen Wartezeit, klar, aber... Ja, aber Wartezeit war auch nur, weil krankheitsbedingt viele gefehlt haben. Ich glaube, vielleicht sonst wird es sogar noch reibungsloser ablaufen. Oder man weiß halt nie, wer wie viel transplantieren lässt. Für Begleitung, man wartet sehr lange, man kann sich auf jeden Fall ein paar Sachen Beschäftigung mitnehmen, als der, wo operiert wird. Schwierig, etwas mitzunehmen und anzugucken, weil du musst dich halt immer wieder bewegen und drehen. Ja, du musst dich umdrehen und du kannst halt nicht mit eigentlich mit Kopfhörer ganz Zeit sein, weil nee, musst auch hören, die sagen was sie dir sagen. Zum Beispiel, please turn around oder this oder left side und hier und bla bla bla. Je nachdem, wo die halt gerade ran müssen und ja, ist halt... Danach, also das habe ich jetzt auch noch gefilmt, sind die dann nochmal mit so einer Flüssigkeit im Kopf, damit das Blut nicht drinnen gerinnt, sondern rausgeht. Und dann sind die da mit der Spritze immer so Vorsorge. Im Kopf rein, ja. Haben das Blut rausgeschwemmt und dann nochmal eine Creme und dann nochmal das alles abgewaschen. Und dann durfte ich auch wieder dabei sein. Aber der Dennis hat es richtig toll gemacht, ich bin richtig stolz auf dich. War schon so lange dein Traum und jetzt hast du es schon hinter dir. Müssen wir nur warten und hoffen, dass es wächst. Erstmal muss der Druck jetzt weggehen. Ja, der Kopf ist halt noch, da also, kommt ja auch eine Salzwasserlösung rein, der Kopf ist dick. Kochsalzlösung. Ja. Kannst du ein Bar machen lassen, kannst du alles machen. Also wir sind jetzt am Flughafen, Dennis hat ein Stirnband an. Rede ich mal nochmal? Okay. Ja, da hinten wurde es entnommen. Und... Voll die Produktplatzierung. Ja, wir waren bei dem Dr. Balvi, aber der hat nicht viel gemacht, der hat nur das am Anfang eingezeichnet. Im Endeffekt hat alles. Und alles kontrolliert. Ja, die Schwestern haben dort alles eingesetzt und so gemacht. Es waren drei verschiedene Gründe. Also verschiedene Teams sozusagen. Ja. Das erste Team kam, hat betäubt, hat dann die alle rausgeholt. Der zweite Arzt kam, hat die Löcher von vorne gemacht. Thema dann die reingemacht. Und das Stirnband ist, dass die Schwellung nicht runterrutscht. Ja. Und damit fühlt sich der Dennis sehr sexy. Ich bin keine Stirn. Jetzt beenden wir den Vlog. Schatz, beendest du ihn? Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.